Und zwar werde ich morgen eine Saftkur machen. Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal aus einer anderen Location. Und zwar bin ich in unserer Küche. Und nein, heute wird nicht gekocht, eigentlich eher das Gegenteil. Und zwar werde ich morgen eine Saftkur machen. Einen Moment, ich kann sie ja mal rausholen. Und zwar ist diese Saftkur vom Aldi. Ich habe das in einem Prospekt gesehen und habe gedacht, es wäre ja mal eine gute Möglichkeit, das auszuprobieren. Denn ich wollte das schon länger machen, aber für mich waren die Säfte immer ein bisschen zu teuer dafür, dass man nur einen Saft trinkt. Deswegen war das hier eine gute Möglichkeit, das mal auszuprobieren. Ich möchte jetzt nicht mit der Saftkur abnehmen oder so. Ich will einfach mal schauen, wie sich das anfühlt, einen Tag nichts zu essen, wie es mir dabei ergeht. Das seht ihr ja jetzt dann in dem Video und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Es ist jetzt der erste Tag. Es ist gerade kurz vor 8, deswegen schaue ich auch noch ein bisschen müde aus. Und ja, ich werde jetzt den ersten Saft probieren. Ich bin ja noch etwas skeptisch, weil ich denke nicht, dass mich die Säfte satt machen werden. Und ja, jetzt muss ich erstmal den ersten Saft suchen. Ah ja, hier. Der ist mit Apfel, Ananas, Kiwi, Banane, Limette, Basilikum, Samen. Hört sich interessant an. Ja, und den werde ich jetzt auf jeden Fall trinken. Oh je, bin gespannt. Also ich habe mich auch im Internet noch ein bisschen schlau gemacht. Und da stand auf jeden Fall, dass man den Saft langsam trinken sollte. Wenn ihr die Saftkur nachmachen wollt, weiß ich, dass es die nochmal am 20. März, glaube ich, im Aldi gibt. Also dann könnt ihr sie auch ausprobieren. Aber jetzt erstmal Prost. Der ist auf jeden Fall schon mal gut. Der schmeckt richtig süß, wie ein Smoothie eigentlich. Und ja, ist ja eigentlich ein Smoothie. Und ja, kann man auf jeden Fall mal machen. Also den werde ich jetzt noch gar trinken und dann sehen wir uns später wieder. So, jetzt ist schon der zweite Saft dran. Ich habe jetzt 2,5 Stunden gewartet. Also ist jetzt 10:30 und ja, zu meinem Hungergefühl, also richtig Hunger habe ich nicht, aber ich fühle mich auch nicht richtig satt. Also ich könnte eigentlich schon was essen oder vielleicht habe ich auch einfach nur Lust, was zu essen, aber ja. Und der zweite Saft ist Orange, Mango, Ananas, Apfel, Chiasamen. Also ich finde, das muss man lassen. Die hören sich auf jeden Fall mal richtig gut an und sprechen mich auf jeden Fall an. Bis jetzt. Ich weiß noch nicht, was in den anderen drin ist. Riecht auf jeden Fall gut. Der schmeckt auf jeden Fall auch gut. Obwohl ich, glaube ich, den anderen sogar vorher noch besser fand. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass der ein bisschen dickflüssiger ist als der andere. Also ich kann mir halt nicht vorstellen, wenn die Säfte so dünn ist, dass sie einen satt machen können. So, ich habe jetzt den Saft leer getrunken und ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich mich jetzt satt fühle. Also nicht so satt, wie wenn ich jetzt was gegessen habe, also so komisch satt. Also zum Frühstück kann ich es mir auf jeden Fall vorstellen, dass ich nur einen Smoothie oder einen Saft trinke, aber zum Mittag- und Abendessen kann ich mir das noch gar nicht vorstellen. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Jetzt kommt der dritte Saft und ich freue mich gerade einfach, oder naja, ich hätte halt mega Lust auf was Deftiges, irgendwie Nudeln oder so, aber ja, jetzt ist es halt wieder ein süßer Saft. Da drin ist Apfel, Traube, rote Beeren, Acerola. Was ist Acerola? Ich google mal. Acerola ist eine Pflanzenart aus der Familie der Malvicien-Gewächse aus Süd- und Mittelamerika.
Jetzt wissen wir es. Also es schaut aus wie so eine Kirsche oder so. Der Saft schaut mega lecker aus, finde ich. Aber er ist halt wieder dünn und nicht so dickflüssig. Er ist mega süß. Das kann man sagen, es schmeckt einfach wie Traubensaft. Aber das ist halt eben nicht so cool, weil ich eben Hunger auf was Deftiges habe. Aber egal, es schmeckt trotzdem richtig gut. Und den trinke ich jetzt. Hi. Irgendwie habe ich hier so einen roten Fleck. Ich weiß nicht warum. Aber das ignorieren wir jetzt mal. Ich gehe jetzt nämlich einkaufen und ich habe schon ein bisschen Hunger. Das ist jetzt nicht das Klügste, was ich mache. Aber ja, ich hoffe, es wird nicht so schlimm sein, wenn ich die ganzen Essenssachen sehe. Es ist jetzt eigentlich schon echt fies, dass ich das jetzt mache. Aber ich möchte ja morgen auch wieder was essen. Deswegen fahre ich jetzt mal los. Ah ja, aber ich mache euch aus. Okay, kleines kurzes Update. Es ist jetzt kurz nach 3 und ich habe Hunger. Ich habe wirklich Hunger und ja, okay, ich war auch gerade einkaufen. Ich habe den Saft übrigens mitgenommen, weil ich gedacht habe, dass ich ein bisschen länger brauche. Aber ja, also um 3:30 darf ich den nächsten Saft trinken. Ich dürfte ihn auch schon früher trinken. Dann würde ich halt abends früher fertig werden und dann habe ich, glaube ich, halt abends Hunger. Ja, und ich merke halt, dass ich ein bisschen Kopfschmerzen habe. Ich weiß aber nicht, ob das einfach an dem Saft liegt oder einfach, weil das Wetter heute mal wieder richtig blöd ist. Ja, aber ich merke einfach, dass ich Hunger habe und dass ich nicht ganz so viel Energie habe. So, es ist jetzt 3:30 und das heißt, ich darf meinen 4. Saft trinken. Yay! Und diesmal hat der Saft Orange, Karotte, Ananas, Acerola wieder und andere Früchte drin. Dieses und andere Früchte. Ich würde mal gerne wissen, was für Früchte. Steht nicht mehr so viel da. Aber ja, er ist auch wieder dünn und ich bin gespannt, wie er schmeckt. Also ich muss lassen, dass wirklich alle Säfte bis jetzt gut schmecken. Also der Saft schmeckt auf jeden Fall sehr gesund, aber auf keinen Fall so süß wie der 3. Saft. Vorhin, der 3. Saft hat mich ja gar nicht irgendwie überzeugt in dem Moment, weil ich so Hunger auf was Deftiges hatte. Und da ist das jetzt schon besser. Ich schaue mir übrigens im Moment voll viele TikTok-Videos an. Oh. Ein Moment. Okay, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach so, dass ich irgendwie im Moment voll oft TikToks anschaue. Okay. Und ja, also ich habe jetzt auch ein Profil und ich habe auch ein Video hochgeladen, aber ich bin auf jeden Fall kein Profi oder so, aber ich finde, das macht eigentlich ganz Spaß. Falls ihr mir folgen wollt, ich heiße HelloRena_01. Es gab keinen anderen Namen mehr. Und dann habe ich bestätigen geklickt und auf jeden Fall kann man den Namen erst wieder 90 Tagen ändern. Ich habe auch erst das Profil erstellt und ich habe auch am Anfang gar nichts geblickt. Aber jetzt so langsam komme ich ein bisschen rein und ich finde es eigentlich ganz lustig. Ja, also nur mal so am Rande. So, ich habe mir jetzt klare Gemüsebrühe gemacht, weil ich habe gelesen, dass man das zur Saftkur auch dazu essen kann. Ich meine, es ist ja nichts Richtiges zum Essen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich brauche irgendwie ein bisschen was Warmes. Also das ist definitiv der ekligste Saft bis jetzt. Orange, Karotte, Apfel, Ingwer. Ich finde, es hört sich gar nicht so eklig an, aber so, es ist jetzt der nächste Tag und ich habe wirklich alle 6 Säfte getrunken und ich habe nichts gegessen außer diese Gemüsebrühe, aber das ist ja nicht richtig essen.
Und ich muss schon sagen, dass ich ein bisschen stolz auf mich bin, dass ich das durchgezogen habe. Ich weiß, dass manche das 3 bis 5 Tage machen. Größten Respekt auf jeden Fall. Aber ja, für mich war es auch schon für einen Tag schwer. Morgens war es für mich auf jeden Fall am einfachsten, weil mir da auch die Säfte am besten geschmeckt haben. Mittags wollte ich einfach nur irgendwas essen, weil ich dann auch schon ein bisschen Hungergefühl hatte und eben Lust auf was Herzhaftes hatte. Und abends war es eigentlich ganz schlimm, weil mir die Säfte auch nicht geschmeckt haben. Also es ging schon, man konnte es trinken, aber die Nummer 5, die Mischung aus Karotte und Ingwer, fand ich nicht so gut. Aber ich habe es trotzdem getrunken. Und die Nummer 6 hat sehr stark nach Gurke geschmeckt, was ich auch nicht so lecker finde, aber das ist ja immer Geschmackssache. Mein Fazit ist auf jeden Fall, dass man es mal machen kann, dass man es ausprobieren kann. Jeder muss sich darüber seine eigene Meinung bilden. Ich weiß, dass über Saftkuren sehr geteilte Meinungen im Internet kursieren und generell. Aber ja, ich finde, da muss sich immer jeder seine eigene Meinung bilden. Ich habe es jetzt nicht gemacht, um meinen Körper großartig zu entgiften oder abzunehmen oder irgendwas, sondern ich wollte es einfach mal ausprobieren, wie sich es anfühlt, nichts zu essen und nur diese Säfte zu trinken, weil ich mir es nicht vorstellen konnte. Was ich zu der Aldi-Saftkur sagen kann, ist, dass ich den Preis auf jeden Fall besser finde, um es mal auszuprobieren, weil es kostet eben nur 6 Euro, was ja eben vollkommen okay ist. Aber was man eben auch sagen kann, dass man ein paar negative Sachen natürlich auch dazu gibt. Also ich finde, dass immer relativ viel Zucker in so Säften drin sind. Außerdem kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die kalt gepresst sind. Das heißt, dass da noch die Vitamine noch richtig drin sind. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, auch bei dem Preis. Und eben weil da auch so viel Zucker drin ist und so, glaube ich nicht, dass es allzu gesund ist. Sonst, was ich auch ein bisschen schade finde, ist, dass man die Flaschen nicht recyceln kann. Deswegen würde ich das auf keinen Fall länger als einen Tag machen, weil es schon viel Plastikverschwendung ist. Und ja, das finde ich ein bisschen schade, aber ja. Vielleicht ändern sie ja nochmal was dran. Das fände ich auf jeden Fall cool. Was ich noch zu meinem Wohlbefinden sagen kann. Gestern habe ich dann gemerkt, dass mir ziemlich kalt war. Also mich hat es echt dann zwischendrin sehr gefroren. Und ich glaube, es lag auch an den Säften. Einfach, weil ich eben nichts gegessen habe. Und ja, außerdem war ich dann auch abends richtig müde. Ich war so kaputt und ja, habe mich einfach ein bisschen energielos gefühlt. Ansonsten, wenn ihr die Saftkur ausprobieren wollt, sie ist nochmal am 20. März erhältlich, habe ich nachgelesen. Das war's jetzt zu meinem Experiment. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich wieder essen kann. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag. Tschüssi.